Ja, hallo und herzlich willkommen beim BTC Echo Recap Podcast. Heute mit einer kleinen Premiere, denn zum ersten Mal nehme ich mit meinem Kollegen Giacomo Maihofer auf. Seine Stimme kennen viele von euch vielleicht schon aus der letzten Folge, aber damals hat ja der Sven mit Giacomo aufgenommen. Heute nehmen wir beide zusammen auf. Moin Giacomo, wie ist die Lage? Ja, ganz gut, solange man nicht aus dem Fenster schaut oder auf sein Kryptoportfolio. Ja, wir müssen dazu sagen, wir nehmen wie immer am Donnerstag auf und der Himmel über Berlin ist ziemlich trübe. Gerade gab es einen ziemlichen Regenschauer, aber das soll uns nicht weiter stören. Wie gehabt, unser kleiner Disclaimer zum Anfang der Folge. Die hier dargestellten Analysen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar. Sie geben lediglich die Meinungen der Redakteure wieder. Und bevor wir reinstarten, möchte ich noch kurz auf unsere neue September-Ausgabe des BTC Echo Magazins aufmerksam machen. In dem Magazin dreht sich in der Titelstory alles um die Chancen und Risiken von dezentralen Börsen im Vergleich zu traditionellen Börsen. Darüber hinaus gibt es viel zu NFTs und dem Metaverse, aber auch eine spannende Crime-Investigativ-Reportage zum nordkoreanischen Krypto-Hacker-Regime. BTC Echo goes True Crime. Wie sie hier also noch nicht hat, klickt gerne mal im Shop vorbei und bestellt euch die Ausgabe. Entweder digital oder eben auch zum Anfassen als Heft. So, und damit ist das die Vorrede auch schon durch. Wir haben heute vier Themen. Und zwar sprechen wir über Vitalik Buterin und seine Sicht der Dinge auf den aktuellen Markt. Crash kann man ja eigentlich schon sagen. Dann sprechen wir über einen Scam der bisschen anderen Art und Weise. Wir werden über Gaming sprechen, besser gesagt über Blockchain-Gaming und auch so die Sicht der Gaming-Community auf das ganze Thema. Und zu guter Letzt müssen wir ein Jubiläum feiern oder dürfen ein Jubiläum feiern. Und zwar geht es um El Salvador, dessen Bitcoin-Gesetz jetzt ein Jahr alt ist. Und da wollen wir mal so ein bisschen Bilanz ziehen, Revue passieren lassen. Wir waren ja auch vor Ort und da kann ich dann gleich eine ganze Menge zu erzählen. Aber wie gesagt, los geht es mit Vitalik Buterin und seine Sicht auf den Kryptowinter und der ist gar nicht so besorgt, oder Giacomo? Nee, der ist nicht besorgt. Hat ein Interview mit Ex-Bloomberg-Kolumnist Noah Smith gegeben, sehr lesenswert, auf dessen Substack. Und hat, das hat er in anderer Form auch schon früher mal gesagt, sich zum Crash geäußert, dass es eigentlich eine große Chance zur Besserung des Marktes ist. Sehr diplomatisch hat er es ausgesprochen. Seiner Meinung nach können so Probleme aufgedeckt werden, nicht nachhaltige Geschäftsmodelle ausgemerzt werden, denn die funktionieren nicht mehr während eines Crashs. Und da hat er natürlich das Beispiel genannt, was wir alle mitbekommen haben, Terra Luna, sozusagen vom Nichts in die Top 10 und dann wieder zurück ins Nichts. Und das war natürlich nur möglich, weil im Boom einfach so viel Geld floss, dass gar nicht, dass die Absurdität des Geschäftsmodells gar nicht richtig sichtbar wurde. Und das kann man natürlich jetzt, wenn man sich gerade anschaut, was passiert, auf alle möglichen Bereiche in der Kryptobranche projizieren, also die ganze Play-to-X-Sektor, Play-to-Earn, Play-to-Sleep, Play-to-Whatever, wo man Tokens verdient, indem man irgendwas macht, ist ein, viele Beobachter sagen, ein riesiges Pyramidenschema. Neueste Meldung ist auch, dass Celsius angeblich schon seit 2019 insolvent war. Kurz dazwischen gefunkt, Celsius war so eine Landing-Plattform, die jetzt kürzlich pleite gegangen ist, haben wir auch groß drüber berichtet. Genau, und da steht im Raum, dass die halt durch ihren eigenen Token den so abgehypt haben, dass die in der Lage waren, sich ein paar Millionen da an die Kandare zu ziehen, aber eigentlich schon von Anfang an insolvent waren. Und ich sehe das ähnlich wie er. Also wahrscheinlich hat es diesen Crash gebraucht, um, sagen wir mal ganz offen, 99% der fast Betrügereien aus dem Sektor rauszuspülen. Und dazu muss man sagen, dass Buterin eigentlich auch eine sehr positive Sicht auf den Kryptosektor hat. Also er hat auch vor einiger Zeit mal gesagt, dass Krypto seinen Wert erst noch beweisen muss, und zwar bis 2030. Und um den besser zu verstehen, dem geht es auch nicht so sehr um Geld. Klar, der macht Geld mit Ethereum als Erfinder. Aber wenn man sich so seine Blogposts und so durchliest, der glaubt wirklich daran, dass man mit
Krypto eine bessere und fairere Welt schaffen kann. Und vielleicht hat er recht. Ja, es ist ja schon interessant, weil so man da ja auch sieht, wie unterschiedlich der Kryptosektor zum traditionellen Finanzsektor ist, wo es halt eigentlich für alles Regulierungen gibt. Und ja, du hattest ja auch Terra schon angesprochen. Gutes Beispiel dafür, wie schnell es eben nach oben gehen kann und dann auch genauso schnell nach unten. Und so Sachen sind halt eben im Kryptosektor noch möglich. Und die Frage ist aber, ne, wie sehr kann sich diese, ich weiß nicht genau, ob er das Wort benutzt, aber man könnte ja da so von so einer Art, ja, Säuberung sprechen. Die schlechten Projekte werden aus dem Markt gespült und was übrig bleibt, ist so ein bisschen die Spreu, die sich dann vom Weißen trennt. Und ist auch ganz interessant, wenn man so zum Beispiel mal sich die historischen Daten auf CoinGecko oder so anschaut, was für Coin-Projekte vor 4 Jahren da in den Top 10 waren. Also ich kann sagen, die Hälfte davon haben die wenigsten schon mal gehört, die jetzt noch nicht 4 Jahre dabei sind. Das ist echt unglaublich. Und aber ja, es kristallisiert sich dann doch eben heraus, dass so die Top 2, vielleicht noch Top 3, wobei auch schon die Top 3 wechselt irgendwie. Vor ein paar Jahren war es noch XRP, ich weiß gar nicht genau, was es jetzt ist, aber Ethereum und Bitcoin sind eben dann schon die Projekte, ja, die da am solidesten sind, und deswegen kann sich, glaube ich, Vitalik da auch recht entspannt zurücklehnen. Ja, also das Narrativ ist ja immer der Rückblick auf die Dotcom-Blase, ne, wo genauso viel Scheiß unterwegs war, bis es geplatzt ist und dann daraus natürlich Amazon, Facebook und Co. entstanden sind. Und das ist immer so die Geschichte, ja, Crash und dann kommen die Großen. Wir hatten halt jetzt schon viele Crashs, auf die viele weitere Crashs folgen. Ich weiß nicht, ob das mit der Dotcom-Blase so viel Sinn macht, aber es gibt auf jeden Fall einen großen Bedarf an Säuberung von Scams und schlechten Geschäftsmodellen. Und das zeigt auch das zweite Beispiel, mit dem du dich beschäftigst, und zwar unserem liebsten Twitter-Whistleblower mit dem tollen Namen Fatman. Erzähl mal, was da los ist. Ja, Fatman, super Name für Twitter, auch geniales Twitter-Profil, hat nicht mal ein Profilbild, ist einfach nur ein großes F. Aber er hat eine Mission, Fatman hat eine Mission, und zwar, das verrät auch schon sein Twitter-Handle, heißt nämlich nicht nur Fatman, sondern Fatman Terror. Und er hat es sich eben zur Aufgabe gemacht, die, ja, sagen wir mal, dem Tu-nicht-gut-Do-Kwon so ein bisschen auf den Zahn zu fühlen, und hat schon vor dem Terra Luna Crash eigentlich mehrfach darauf hingewiesen, dass das Ganze vielleicht doch nicht so Hand und Fuß hat. Und da war ja dann diese Sache mit dem, ja, mit dem Stablecoin, der dann irgendwie mit dem Terra Luna Token verstrickt war. Und als dann der Stablecoin depackt ist, ist halt das ganze Ökosystem runtergegangen. Da wird der schon vorher gewarnt. Darum soll es jetzt aber nicht im Speziellen gehen, sondern um, ja, Fatman hat so eine Art soziales Experiment der etwas anderen Art gestartet. Er hat einfach mal so einen Tweet aufgesetzt, den ich jetzt gerne auch mal vorlesen würde. Der liest sich nämlich so. Und zwar schreibt er: Received access to a high-yield BTC farm based on a private carry trade operated by an up-and-coming fund. I've maxed out what I could, so there's leftover allocation and I thought I'd pass it along. Priority will be given to UST victims. DM for more details if interested. Das war jetzt ein ganz schönes Feuerwerk an Finanzbegriffen und ja, Name-Dropping kann man eigentlich sagen. Also Carry Trade und Up-and-Coming Fund. Was er jetzt letzten Endes gemacht hat, er hat einfach dazu aufgerufen, ihm Geld zu schicken. Er hätte dann irgendwie ein geniales Geschäftsmodell, wo das Geld dann hingeht. Also High-Yield, BTC-Farm, klingeln schon die ersten Alarmglocken, also BTC-Farming schon mal schwierig. Klar kann man sowas machen wie, ja, was war's, Celsius haben wir drüber gesprochen, es gibt auch BlockFi, wo du tatsächlich halt Yields auf deine Bitcoins bekommen kannst. Aber ja, viel mehr Infos als diesen Tweet gab es nicht. Trotzdem hat es nur ein paar Stunden gedauert und Fatman Terra hatte über 100.000 US-Dollar zusammen. Über 3 Bitcoins, die er über Twitter und Discord da zusammenbekommen hat. Und dann hat er natürlich die Bombe platzen lassen. Das Ganze war natürlich ein Experiment, war nicht ernst gemeint. Und ja, sollte nur zeigen, wie leichtgläubig so auch die Crypto-Bros, schreibt er dann im Auflösungstweet, sind. Also ne, schon interessiert immer an dem schnellen Geld, und ja, selbst jemandem, der so einen seriösen Namen hat wie Fatman Terra, sollte man jetzt nicht unbedingt eine Bitcoins schicken. Wäre auch nicht mein erster Impuls, ne.
Ja, also Augen auf, wenn ein Investmentprojekt zu gut klingt, um wahr zu sein, dann ist es das vermutlich auch. Okay, Achtung, kleiner Quantensprung. Wir sprechen nicht mehr über Bitcoin, sondern jetzt geht's um Blockchain-Gaming. Da habe ich mit Giacomo auch einen echten Experten dabei. Und da macht jetzt eine ganz wilde Idee in Gaming-Kreisen die Runde. Und da geht's um, ja, eigentlich sogenannte NPCs. Und das steht für Non-Player-Characters. Und die sollen jetzt trotzdem irgendwie doch zum Leben erweckt werden. Und das Ganze hat auch noch mit Entwicklungsländern zu tun. Ich blick nicht durch. Giacomo, hol uns mal bitte kurz ab. Ja, genau. Die Meldung machte so auf den ganzen großen Gaming-News-Seiten die Runde. Eigentlich ging es um eine Reportage zum NFT-Gaming-Trend generell, aber da ist halt, da tritt ein NFT-Berater, die ganzen Zeitschriften schreiben das auch in Anführungszeichen, weil sie das schon für keine ernsthafte Jobposition halten. Der schlägt vor, dass Spieler aus ärmeren Regionen bald in NFT-Games als NPCs gelten, dienen könnten, und zwar gegen Geld. Dazu muss man sagen, dass Non-Player-Character, NPCs, eigentlich von künstlichen Intelligenzen gespielt werden und deren Aufgabe ist es eigentlich nur, so eine Art Lebendigkeit der Welt zu simulieren. Und ja, sein Vorschlag ist dann, dass Leute aus den Philippinen einfach in dieser digitalen Welt rumlaufen, irgendeinen random Job machen, einfach just work back and forth, fishing, telling stories, being a shopkeeper, anything is really possible. Und der Teaser dazu auf der Webseite Kotaku lautete, ein NFT-Berater sagt die heimlichen Dinge laut. Und da wird auch schon so ein bisschen das Misstrauen ist rauszuhören, was der traditionelle Gaming-Sektor gegenüber dieser ganzen Entwicklung hat. Und zwar, dass es im Grunde durch die Mega-Monetarisierung, die man mit NFTs befürchtet von Games, zu so einer Art Zwei-Klassen-Gesellschaft kommt. Und das ist nicht ganz unbegründet. Also das ist die verrückteste Idee, die ich bisher gehört habe. Aber selbst wenn wir uns tatsächlich populäre Spiele wie Axie Infinity oder The Sandbox angucken, sieht man das schon. Bei Axie war es so, dass es zu Hochzeiten, um an dem Spiel teilzunehmen, musste man ungefähr so $1,200 bezahlen, damit man anfangen konnte, seine Axies zu brüten. Viele ärmere Spieler konnten das nicht und mussten sich das Geld dann sozusagen von reicheren Spielern leihen und waren dann so ein bisschen wie deren Lohnarbeiter. Also die haben dann Teile ihrer Profite, die sie im Spiel gemacht haben, an die, ja, genau, an die reichen Leute. Du siehst mich schon den Kopf schütteln, ich als Nicht-Gamer. Ich blick da einfach nicht mehr durch. Warum machen Leute das? Aber die ganze Gaming-Szene blickt ja auch nicht durch, warum Leute das machen. Also, die wollen das ja nicht. Die sind total anti. Und bei The Sandbox ist es auch so, da gibt's virtuelles Land. Und das ist so eine Art Minecraft, wo jeder so Sachen bauen kann. Du kannst aber nur Events hosten, wenn du virtuelles Land besitzt, was teilweise zu Millionenpreisen verscherbelt wurde. Und wenn du keins besitzt, dann kannst du zwar immer noch Sachen kreieren, aber halt nur so kleine Schwerter und so. Und dann gab es auch sowieso Leiharbeitsfirmen, wo so ärmere Spieler sozusagen, keine Ahnung, dann die Stühle für irgendeine Party von irgendwelchen reichen Leuten auf ihrem virtuellen Land gebaut haben. Der Kommentar unter dieser Story jetzt, dem Vorschlag, dass man doch ja arme Leute zu NPCs machen soll, fand ich ganz passend. Da hat einer geschrieben, warum kombinieren wir nicht die schlimmsten Aspekte des späten Kapitalismus mit moderner Sklaverei nur, und das groß geschrieben, eben halt auf der Blockchain. Yay. Yay, da freuen sich alle. Put it on the blockchain. Put it on the blockchain, sounds like a good idea. Ja. Okay, das hört sich für mich so ein bisschen an wie ja, moderner Kolonialismus, dass da dann, weiß ich nicht, ich habe da irgendwie immer Philippinen im Kopf, dass da irgendwie die Leute sitzen und für Geld irgendwie Gaming machen. Ist das, ne? Ja, stimmt das so? Ja, bei Axie war es so, das ist in den Philippinen durch die Decke gegangen, bis ich glaube, man die Erlöse versteuern musste, dann war der Spielerschwund auf einmal groß. Dann klar, ist der Spaß vorbei. Da ist der Spaß. Spaß hat es sowieso niemandem gemacht. Da gibt's O-Töne, die sind alle da nur gewesen, um Geld zu machen, was ja irgendwie jetzt nicht der Sinn von Gaming ist. Ja. Und weil die halt so wenig verdienen, waren diese kleinen Beträge, die sie da verdient haben, tatsächlich schon genug, um den Unterhalt zu bestreiten. Aber das Ganze ist eigentlich vollkommen absurd und niemand im Gaming will das haben, außer den Konzernen. Ja,
Und du warst ja auch auf der Gamescom, hast du da Ähnliches festgestellt oder sind die Leute da richtig abgegangen auf Blockchain-Gaming und wollen alle NFTs kaufen, die es da gibt? Ja, die waren total begeistert, als wir sie gefragt haben, wie sie Krypto finden. Die meinten sofort, wir wollen das haben. Nee, die O-Töne waren mehr so, ein Gamer hat uns einfach nur in unsere Richtung geschrien, dass NFTs ganz große Scheiße sind und ist weggegangen. Und das war ungefähr so the gist of it. Also ja, man macht sich schnell Feinde auf der größten Videospielmesse der Welt, wenn man anfängt, über NFTs oder Blockchain zu reden. Die haben da alle absolut keinen Bock drauf. Und ich glaube, solche Meldungen sind auch so ein bisschen der Grund. Genau, und um eine ärmere Region, die ihre Hoffnungen auf Krypto setzt, geht es auch beim nächsten Thema. Was ist denn da los? Ja, wir haben jetzt wahrscheinlich schon die ganzen Bitcoin-Maximalisten, die den BTC Echo Podcast vielleicht hören, aber vermutlich eher nicht, ja eh schon verloren. Aber jetzt wäre ein Thema für euch da, und zwar geht es um El Salvador. Nämlich heute vor einem Jahr, oder gestern vor einem Jahr, wir nehmen am 8. auf, am 7. war es nämlich, ist das Bitcoin-Gesetz in dem Land, wurde verabschiedet. Das heißt, es jährt sich jetzt zum ersten Mal. Und das möchten wir gerne so ein bisschen zum Anlass nehmen, um ja mal so ein bisschen zurückzuschauen, was hat sich seitdem getan, hat sich's gelohnt, neben dem US-Dollar ein zweites gesetzliches Zahlungsmittel ins Land zu holen, über dessen ja Druckerpresse die Regierung auch nicht verfügt. Und genau, ich habe da gerade, oder was heißt gerade, eigentlich den ganzen Tag so einen Artikel drüber geschrieben und ich war ja auch selbst da in El Salvador. Und genau, deswegen blicken wir da einmal kurz rein. Und ja, man kann sagen, das ist relativ durchwachsen. Also ja, so Kritikerinnen könnten sagen, es hat sich eigentlich überhaupt noch nicht gelohnt. Die stützen sich dann vor allem so auf eine Studie vom National Bureau of Economic Research aus den USA und die haben das Ganze mal so in Zahlen gefasst und ja, tatsächlich, wenn man sich das anschaut, sieht es nicht so super aus. Nur 4,9% der Bezahlvorgänge werden mit Bitcoin gemacht, das heißt 95% zahlen weiterhin mit dem US-Dollar, entweder halt als EC-Karte, Kreditkarte oder Bar. Und auch das große Thema von Bukele, nämlich die Remittances, heißt, ja, also Geld, was aus dem Ausland kommt, ins Land oder auch umgekehrt, also grenzüberschreitende Zahlungen, die sind auch relativ nüchtern zu betrachten. Da machen nämlich nur 8% der Menschen in El Salvador oder beziehungsweise die Befragten haben jemals Remittances mit Chivo empfangen und davon auch nur die Hälfte mit Bitcoin. Das heißt, ja, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Das Ganze geht ja jetzt erst ein Jahr. Siehst du das als Geburtsschmerzen an oder hast du das Gefühl, dieses Projekt ist zum Scheitern verurteilt? Ja, also zum Scheitern verurteilt auf jeden Fall nicht. Man kann nämlich auch so ein paar positive Zahlen entgegenstellen und ich komme auch am Ende nochmal zu so einer Einschätzung, wo ich so ein bisschen meine eigene Meinung dazu abgeben werde. Also ne, so auf der anderen Seite steht zum Beispiel ein krasses Wachstum im Tourismus. Super viele Menschen strömen ins Land, seitdem das Bitcoin-Gesetz verabschiedet wurde, hat sich der Tourismus um 30% erhöht. Dadurch auch das Bruttoinlandsprodukt um 10%, einfach weil viel mehr Menschen ins Land kommen. Auch die Exporte steigen an. Ob das jetzt unmittelbar mit Bitcoin zu tun hat, glaube ich, kann man nicht sagen. Das sind erstmal nackte Zahlen, aber für so ein Land wie El Salvador natürlich irgendwie eine sehr, sehr gute Rate auf jeden Fall. Und ja, also ich denke, das sind ja vor allem schon so Geburtsschmerzen. Das ist gerade mal ein Jahr alt und das ist ja einfach ein extrem ehrgeiziges Projekt. Also El Salvador ist einfach das erste Land auf der Welt, was Bitcoin zum gesetzlichen Zahlungsmittel gemacht hat. Ich glaube nicht, dass man da erwarten kann, dass innerhalb von einem Jahr da irgendwie ein zweites Costa Rica in Zentralamerika entsteht. Also wie gesagt, wir waren selbst da und es ist einfach ein Schwellenland mit einer extrem hohen Gewaltrate, einer sehr geringen Rate an finanzieller Inklusion. Also mit ungefähr die Hälfte hat kein Bankkonto, das heißt, die bezahlen irgendwie bar
Und ja, die haben halt irgendwie so für grenzüberschreitende Zahlungen immer auf so Dienste wie Western Union zum Beispiel zurückgegriffen. Das ist halt so ein Bargeldübersendungsdienst, da zahlt man bis zu 10-20% Gebühr, holt es dann ab und dann steht irgendwie die Gang vorm Kiosk und nimmt dir nochmal die Hälfte ab. Das heißt, da bleibt nichts mehr für übrig. Und für diese Menschen kann Bitcoin auf jeden Fall eine gute Chance sein. Und ja, ich meine, es ist ja auch so, dass El Salvador, dadurch, dass sie eben die ersten waren, die dieses Bitcoin-Gesetz eingeführt haben und jetzt halt auch strategisch in Bitcoin investieren, so eine Art First-Mover-Vorteil haben. Also aktuell gibt es nur ein Land auf der Welt, was offiziell mehr Bitcoins hält als El Salvador, das ist die Ukraine. Aber immerhin hält El Salvador über, ich glaube, es sind über 3000 Bitcoins. Man muss ehrlicherweise sagen, die waren auch mal mehr wert. Aber das ist jetzt vielleicht so ein bisschen doof gelaufen, dass da Bukele relativ in den Market Peak halt eingekauft hat und inoffiziellen Angaben zufolge hängt das Land mit 40 Millionen Dollar auf dem Papier in der Kreide. Wobei, auch das weiß nur Bukele, weil der ja offiziellerweise seine Bitcoins nackt mit dem Smartphone kauft. Das sind wir ja alle, hat er ja auf Twitter geschrieben. Und deswegen weiß man es nicht so genau. Aber im schwarzen Bereich werden sie nicht liegen. Das heißt, da entsteht natürlich auch ein Risiko. Dann kommt da der internationale Währungsfonds um die Ecke und will auch noch Kreditlinien verweigern. Also ich sag mal so, hoch gepokert, hohes Risiko, aber wenn es halt aufgeht und die Bitcoin-Bullen unter euch, die werden wahrscheinlich ähnlich denken, ne? Wenn das, ja, es kann eben auch in die andere Richtung gehen und dann haben wir plötzlich mit El Salvador ein Land, was sehr früh angefangen hat, Kapital anzuhäufen und kann dann am Ende eben auch gewinnen und zu den reichsten Ländern eben der Region gehören. Wir werden es abwarten. Es ist einfach ein riskantes Projekt, was so in beide Richtungen gehen kann. Genau. Und ja, mich würde auch interessieren, wie du das siehst, Giacomo. Du warst jetzt ja noch nicht da und bist jetzt auch nicht der Bitcoin-Maximalist, aber interessiert dich das trotzdem, das Projekt? Siehst du es positiv? Ja, ich finde es mega spannend. Also von Anfang an, wie du schon gesagt hast, es ist ein Pokerspiel, in dem El Salvador entweder ja mehr oder weniger bankrott gehen kann oder halt als Sieger dasteht. Das hat es auf jeden Fall auf die Landkarte gebracht im Crypto-Space. Wir reden echt sehr viel über El Salvador. Die Leute kennen das Land jetzt. Ich finde halt immer so, ja, wie zum Beispiel das nackte Trading von Bukele und andere Sachen, sein sonstiger politischer Autoritarismus, liegt mir irgendwie ein bisschen schwer im Magen als Aushängeschild für die Bitcoin-Währung. Ist jetzt nichts, wo ich meinen Freunden sagen würde, ja, guck doch mal, wie toll Bitcoin ist, weil der Staatsmann, der das eingeführt hat, irgendwie nackt auf seinem Handy mit der Kasse der Menschen spielt, Steuergeldern mehr oder weniger, wirkt nicht sehr verantwortungsvoll. Und was ich in den Medien gelesen habe, also so den klassischen Medien, ist halt auch, dass der Widerstand bei den Menschen in El Salvador doch sehr groß ist, ne? Also anfangs gab es ja wirklich richtige Proteste auf den Straßen, wo irgendwie auf den Schildern stand, so, wir wollen keinen Bitcoin. Chivo-Automaten haben gebrannt. Die Chivo-Automaten haben gebrannt und es ist eine Bewährungsprobe und deswegen eines der spannendsten sozialen Projekte, die der Crypto-Space gerade hat. Ja, definitiv. Ja, schönes Schlusswort, sehe ich ähnlich. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Ich wette, zu El Salvador gibt es immer wieder Neues zu berichten und ich bin sicher, wir schauen auch irgendwann nochmal vorbei und daran lassen wir euch natürlich auch teilhaben. Genau, das war es dann mal wieder für diese Woche und wir wissen noch gar nicht, in welcher Konstellation wir uns nächste Woche hören. Lasst euch überraschen, aber auf jeden Fall hört ihr zwei von uns wieder in 7 Tagen.